Einmal Winterhilfswerk und einmal Tag der Polizei. Direkt nebeneinander. Aber ich werde jetzt mal hier eine Live-Grabung machen und gucken, was hier schön noch liegt. Weil nämlich das Winterhilfswerk-Abzeichen, das kam ganz schwach rein, genauso wie das Signal hier. Aber wie es immer so ist, Live-Grabungen sind ja immer so eine Sache mit Müll. Was ist das? Ein Knopf? Ich leg mal hier mit hin. Interessantes Objekt. Verschwinde hier mit deinem Detektor! Darf ich aber dahin gehen? Nein. Jetzt filmt er und sonnelt dabei. Das ist ja uninormal, Alter. Ein HR-Zeichen hat hier übrigens offen gefunden, ja? Der Straße. Deckel. Ich stehe jetzt auf und sondel weiter. Seine Zeit zu sondeln. Das ist jetzt nicht der Ernst, oder was? Was? Was du da gefunden hast. Doch. Ich wollte hier entspannen und nicht hier so einen aufregenden Funde sehen. Ist das cool, Alter? Ist das cool? Ist jetzt nicht so geil wie Stefan Sens, aber das ist doch ein geiler Fund, oder? Das ist ja mal der Hammerfund. Ja, finde ich auch. Eine Petschaft. Ja. Da steht sogar ein Name drauf. Na, die Abkürzung, M noch was irgendwie und ein Schlüssel. Sehr schön, wa? Auch auf, im Übrigen, auch auf der Kreuzung da vorne, wo du auch dein erstes Abzeichen gefunden hattest, weißt du? Ja.
Ja. Eine Blindschleiche. Ist das eine? Ja, klar. Da fass sie nicht an, die schmeißt den Schwanz ins ab. Ach so. Ich hab die schon mehrfach angefasst. Ja, aber wenn sie sich richtig bedroht fühlen, schmeißen sie den Schwanz weg. Ja, aber die mag mich ja. Tun wir bitte weiter. Oh, da fressen wir meine Finger. Alter. 20 Silberpfennig. Deutsche Reich 1875. Schön, wa? Abzeichen. Ein japanisches. Das ist wie golden und da ist was Rotes. Unten steht auch was drauf. Kann ich mal kurz gucken? Sehr schön. Hier unten siehst du ja. Hier ist das, das Drehrad, das Zündrad. Das ist natürlich vollkommen weggerostet. Und hier wäre dann, das ist mit Sicherheit ein Benzinfeuerzeug, das kannst du auseinanderziehen. Das wäre der Tank. Und hier kommt dann diese Zündschnur raus, die dann halt brennt. Aber es ist ein Top-Zustand. Der Deckel fehlt, ja? Fehlt ja meistens. Ist der noch drinnen da? Den müssen wir mal noch suchen, ja. Sehr schöner Fund. Bereit zur Arbeit. Leg mal aus. Ne, ich brauch doch Licht. Na, soll ich's heller machen? Das ja, ne, mach doch mal. Na, ist doch nur wirklich hell. Rauchst du etwa hier im Wald? Nein, nun komm jetzt. Ich hab hier einen Ring. Das könnte natürlich ein ganz besonderer Ring sein. Aber, das glitzert, Sonic. Das ist Silber. Das ist Silber. Sonic, das ist definitiv Silber. Das muss klar sein, ne? Möchtest du mal filmen? Ah, gern. Sehr gern. Ich sehe ja gar nichts. Ey, film bitte nicht mein Gesicht. Ey, sag mal, du weißt genau, dass ich das eh nicht mal so besonders mag. Na gut. Ist das ein schöner Ring? Also hier müssen wir öfters hin. Ey, das ist ein geiler Silberring. Bist du jetzt neidisch?
Oh, da ist der Stempel. Oh, 800. Dann 835B, pass auf, 835B, dann ist er alt. Geiles Ding. Schön. Ich hab hier irgendwie einen Münzhort. Ich hab da eine eckige Münze. Mal gucken, was drauf steht. Kann ich jetzt noch nicht erkennen, muss ich zu Hause vorsichtig mal reinigen, und eine Silbermünze. Und ich habe jetzt hier ungefähr 15 Münzen oder so gefunden, noch so 10 Reichspfennig. Und hier sind noch ganz viele Signale. Und mal sehen, was hier noch kommt. Ich habe leider die falsche Kopflampe heute mit. Aber ich werde natürlich euch die Funde zu Hause dann zeigen. Geht hier immer weiter. Ich habe jetzt schon wieder so eine eckige Münze gefunden. Und einen silbernen Anhänger. Und jetzt ist hier schon wieder ein Signal. Mal sehen, was das ist.